Und mit dieser Explosion willkommen zurück zu Vigil The Longest Night. Ich hatte schon überlegt, beim letzten Mal vielleicht das Spiel nochmal halbwegs neu zu starten, beziehungsweise ich habe ja noch ein Bestand, wo ich halt keine Schulden habe. Das Problem ist, ich habe beim letzten Mal halt erst gesehen, dass ich was mit 20 Millionen Schulden hatte. Ist natürlich dumm, wenn man da zweimal auf den Händler geklickt hatte. Ja, ansonsten haben wir eine Zauberin gefunden, die, sag ich mal, uns in gewissen Situationen, denke ich mal, auch helfen kann, wenn wir das Material halt haben, was wir für sie halt brauchen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die Olle war. War die denn? Oh. Schade, dass man sich hier keine Markierungen setzen kann. Ich glaube, die war hier drüben gewesen. Irgendwo hier. In der Mitte des Bildschirms. Mehr weiß ich halt wirklich gerade auch nicht. So, wir haben aber immer noch ordentlich hier zu erkunden. Ist halt nicht gerade wenig. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir mal zu D3 hingehen, dort unten lang, oder ob wir halt sagen, wir machen machen hier unten bei A8 weiter, oder aber sogar von C2 aus nach rechts hier so ein bisschen rüber, oder halt hier unten lang. Nachdem bin ich halt gerade noch am überlegen. Ich könnte natürlich auch von hier oben bei D6 irgendwie weitermachen. Weil hier hat man ja diesen Herrn des Nebelsees gesehen. Das wäre halt noch eine Option. Also wir haben hier noch eine ganze Menge zu erkunden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zu D3. So, dann könnte ich nämlich von da aus gleich nach links halt weg. Das gerade auf der Karte richtig gesehen habe. Ja, genau. Würde ich nämlich jetzt hier runter gehen. Ja, warte mal. Oh, knapp. Ah, okay. Ah, das war mir klar. Oh, lol. Was war denn das jetzt? Aua. Boah, kommt man jetzt hier raus? Ah, hier kommen wir raus. Ja gut, dann hätte sich ja das jetzt schon mal erledigt gehabt. Shit. Ja gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Ist ja jetzt nicht... das Problem. Uiuiui. So. Okay. Hier geht's nicht lang, ne? Nee, hier war kein Weg vorbei. So, jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Wir gehen jetzt von hier aus. Ich würde sagen, wir gehen zu A8. Teleportieren. A8. Genau. Und hier können wir nämlich jetzt runter zum Wasserfall. Ich muss halt... Ah. Jetzt erstmal schauen. Wir haben ja nämlich auch noch zusätzlich... eine zusätzliche Attacke hier bekommen, wie man gerade gesehen hat. Ah, so kommt man also auch hier hoch. Warte mal, hier liegt was.
Sound an sich ist schon wieder ziemlich laut, muss man sagen. Aber das ist jetzt gerade der Wasserfall, der so extrem. Ansonsten geht's halbwegs. Warte mal. System. Sound. So, ist natürlich jetzt nicht ganz so laut. Was bin ich denn jetzt hier? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal, aber irgendwie auch nicht. Ah, hier bin ich. So, ich bin Haus von Paul und Vincent. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, schon mal hier in diesem Dorf sind, können wir eigentlich auch abwenden. Ah, nice, Dynamit. Bin ganz froh, dass wir vorher ein bisschen eingekauft hatten, bevor wir die Schulden gemacht haben. Ja, jetzt können wir ja überhaupt nicht mehr kaufen, sage ich mal. Haus von Dorn. Das mischt mir. War das nicht die Olle mit dem Kind, was verschwunden ist? Nach unseren aktuellen Informationen ist Wasserverschmutzung die einzige rationale Erklärung. Was könnte noch eine bessere Theorie geben? Es gibt gar keine solche. Was haltet ihr davon? Ja, so wie es kein Corona gibt. So und in etwa. Mühle. Könnte man von der Mühle aus... Ich hatte schon immer merkwürdige Träume. Einmal habe ich geträumt, dass eine hübsche Dame auf mich zukam. Ich meine, es ist ja nicht so, dass so etwas in der Realität niemals vorgekommen ist. Und das war's? Natürlich nicht. Die Dame kam näher und näher und plötzlich schälte sich ihre Haut ab. Am Ende war sie ein sich windendes Ding voller Tentakel. Natürlich jetzt nicht so viel an. Aber hier war ich schon mal. Mehr oder weniger. Glaube ich zumindest. Ein Speicherpunkt, den ich noch nicht hatte. Also wahrscheinlich... Nice! Noch ein Porträt. So. Hier. Karte wechseln. Oben war ich aber noch nicht. Egal, wir gehen mal raus. Fesselungsmantel. Sah aus. Ich muss jetzt erstmal mich hier. Tückische Kanalisation. Naja, hier war ich auch schon mal drin, aber von einer anderen Seite aus. Können wir dann gleich mal gucken. Alter, das macht Laune. Einfach durchschnitzeln. So muss das sein. Das ist das Rathaus. Hä, warum ist das Rathaus nicht aufgedeckt? Verstehe ich ja jetzt gar nicht. Oder hatte ich vorher keine Karte, aber es wäre absoluter Schwachsinn, weil du hast ja im Prinzip, das ist jetzt erst aufgedeckt. Hä? Das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Moment, warte mal, wo geht's denn jetzt hier lang?
Hier geht's ja eigentlich zum Friedhof, oder nicht? Katrin von Meyer. Genau, hier geht's zu dem Friedhof. Ja. So, wir gehen aber jetzt mal hier weiter. Dann komme ich nämlich da drüben raus. Genau. Ich würde aber ganz gerne wissen, was jetzt da oben ist. Wir haben zwar das Gebiet schon mal in diesem Traum oder Vision erkundet, aber... Alter, was ist das denn? Eine Messingmaske. Inventar. Kann ich das etwa anlegen? Tatsächlich. Haltung plus 1, Blutresistenz 20. Giftresistenz 40. Nice. Okay. Hey, ihr seid doch die Schwester von Daisy, die berühmte Nachtwächterin. Und ihr seid? Ich werde mich kurz fassen. Ich bin Hilda. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich weiß auch nicht viel mehr über euch. Doch ich bin hier, um euch zu sagen, dass man Menschen nicht sofort vertrauen sollte, wenn ihr in ihre Weste zu rein ist, aussieht. Die Innenseite der Weste könnte nämlich mit Flecken übersät sein. Aber jemand so Verdächtigen wie euch soll ich Vertrauen schenken? Aha, ihr seid nicht auf den Mund gefallen. Das muss ich euch lassen. Mir gefällt eure Ehrlichkeit. Ah ja, nehmt das hier. Ich achte auf mein Äußeres und möchte nicht, dass jemand so etwas Abscheuliches bei mir sieht. Ein Augapfel? Merkwürdig, ich weiß, aber ihr werdet Gefallen daran finden. Falls ihr noch weiterreden wollt, findet ihr mich auf der Minenarbeiterfahrt an der zerstörten Brücke. Ja, nice. Wenn auf. Lol, ist das eine Kette? Hä? Oh. Hexenhut. Ah. Okay. Wartet mal. Inventar. Muss ja irgendwo hinterlegt sein. Da. Aumens Lieblingserfindung. Er trug sie immer bei sich, auch wenn sie nicht sehr nützlich war. Wird verwendet, um zu erkunden, sich hinter einem befindet. Nee, unter einem. Aha. Warte mal. Ist ja geil. Das wird's. Okay. Das ist klar. Was macht das? Oh, das ist, oh. Das ist ja schon ein bisschen widerlich, kann man sagen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, wir wollten ja dahin. Nee. Doch. Wir wollten nämlich unten in die Kanalisation nochmal, weil das ja von der anderen Seite aus ist. Hi. Grüß, wertes Fräulein, ihr seid anderen Damen der Stadt. Eine Nachtwächterin. Oh, eine Nachtwächterin. Ihr seid Jagd, also Monster. Würdet ihr mir helfen? Früher habe ich in der Nähe des Hafens am Rande des Dorfes gewohnt. Als die Flut kam, konnte nicht fliehen. Aber meine Familie hat es nicht geschafft.
Der ganze Ort wurde zerstört und ich möchte ihn nie wiedersehen. Und im Keller meines alten Hauses nach Schmuckkästchen suchen. Wow. Vielen Dank. Das Haus befindet sich am Rande des Hafens. Vor dem Haus sollte ein Holzbaum stehen. Das Treiben in den Straßen. Ich vermisse es. Habe ich das zufällig schon? Ah, Teil. Geil. Teil geil. Ich hab's schon gehabt. Wirklich. Ich wollte, dass ihr das gefunden habt. Dies ist der Lieblingsring meiner Tochter. Wäre sie noch am Leben? Wäre sie jetzt in eurem Alter? Bitte nehmt ihn zum Dank. Meine Tochter wäre sehr glücklich darüber, wenn ihr ihn tragen würdet. Ah, Erfolg freischaltet. Ich wusste. So, was ist denn das überhaupt für ein Ring? Sieht recht nice aus. Mit Fluorid verzauberte Ringe erstrahlen immer in einem kalten blauen Licht. Trägt man einen solchen, wird der Körper von einer kalten Aura umgeben. Essresistenz erhöht. Aha. Nice. Das läuft. Also wir finden hier eins nach dem anderen. Mal kurz hier an diesen schönen Eulen Monument speichern. So, das Auto speichern ist und dann gehen wir jetzt mal hier rein, mal gucken. Ich glaube, wir waren hier schon mal drinnen, aber sind nicht weitergekommen aus irgendeinem Grund. Ach ja, hier schon wieder. Boah, Alter, das hat mich so ein bisschen gerade... Lol, ich kann ausweichen dadurch. Nice. Ah, das Dumme ist halt bloß, wenn ich... Ah, okay, jetzt sehe ich... Warum habe ich das da noch nicht erkundet? Warum habe ich das noch nicht erkundet? Weil, hä, warum fehlen hier... Ich hab gedacht, da geht's runter, aber nee. Wasserkanal, eine Mündung. Warte mal, ich würde gerne mal jetzt wissen. Hilfe! Ah ne, hier war ich schon. Warte mal. Hier war ich noch nicht. Der Blickfang? Was ist das denn? Moment mal. Wie? Wird man nicht mehr los, sobald sie sich am Kopf einer Person festgekrallt hat. Sie ist zwar seltsam, aber zumindest scheint sie den Träger keinen Schaden zuzufügen. Verstärkt die Effekte von Verzauberung. Oh, nice. Hört sich ganz geil an. Aber brauchen... werden wir es wahrscheinlich nicht. Okay.
Gut, dann hätte sich das geklärt. Also im Prinzip, ich weiß, dass es hier irgendwie lang geht, aber brauchen tun wir es nicht. Okay. So, Karte wechseln. Mühle. Oh mein Gott, hier ist aber eine ganze Menge. Scheiße. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. C3. Und hier noch. Wir bewegen uns jetzt am besten C2, würde ich erstmal sagen. Hier können wir ja noch erkunden. Genau. Mal so machen. Fuck, habe ich C2 nicht geholt? Moment. C2 nicht geholt. Da bin ich vollkommen lost. A, B, B, C3. Alter, ich habe gerade mal C3. Die Fledermaus. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey.